Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal mit einer neuen Episode Elden Ring. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid in den letzten Zügen hier von Farum Azula. Und ich habe mich noch mal in Schale geschmissen, wie ihr seht. Ich wollte noch einen letzten Bild ausprobieren, bevor es dann wieder zurück zu meinem, Schwertmagier in finaler Form dann hoffentlich geht. Und zwar habe ich nämlich mir diese Waffe hier vor einiger Zeit erfarmt in der Hauptstadt. Sinnigerweise jetzt, bevor wir hier Farum Azula abschließen, denn da wird sich in der Hauptstadt noch mal einiges tun. Da gibt es diese großen Gegner, die auch mit den, Orakelblasen ein bisschen arbeiten. Und dem habe ich diese Waffe hier, nachdem ich ihn ungefähr 100 Mal besiegt habe, abgenommen. Und die habe ich schon häufiger im Internet gesehen, deswegen wollte ich das einfach mal ausprobieren. Das Ganze gepaart mit dem Outfit hier. Ich weiß nicht, wie viel Schutz das gibt, wahrscheinlich nicht besonders viel. Von daher sind wir wahrscheinlich hier eher schwach unterwegs, was Verteidigung angeht. Und das sind meine Talismane plus ein Heiligenangriff stärkenden Arzneimisch. Dinger, weil wir natürlich hier mit dieser Attacke hier hauptsächlich arbeiten wollen. Die macht sehr, sehr viele Blasen und ist wahrscheinlich besonders gegen große Gegner effektiv. Ansonsten habe ich hier noch die Orakelblasen dabei. Habe jetzt einfach aus Prinzip noch die Eldensterne, einfach auch wegen vielen Attacken und den goldenen Schwur hinzugenommen. Und hoffe, dass das Ganze so einigermaßen funktioniert jetzt hier für den Rest von Farum Azula. Wir werden sehen, wie immer, wenn euch das Video gefällt. Lasst gerne ein Like da, Abo für den Kanal. Und ich würde sagen, wir rennen jetzt einfach hier direkt los, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich weiß, ich habe da oben noch so einen Ritter stehen lassen, den ich noch nicht besiegt habe. Ich traue mich da jetzt aber aktuell noch nicht ran, deswegen erstmal hier runter und gucken, was wir so gegen die normalen Gegner ausrichten können, sage ich mal. Diese Orakelblase hier finde ich tendenziell erstmal nicht schlecht, weil die hat eine relativ gute Range und kann man so ein bisschen so als Einstiegsattacke hier, wie ihr seht, einsetzen. Aber sie ist natürlich sehr, sehr langsam. Dafür sehr, sehr stark, also gar nicht verkehrt. So als Einstieg. Und jetzt gucken wir mal, wie wir gegen den guten und schönen Drachen da unten bestehen. Vielleicht kann ich hier sogar den Adler hier noch platt machen. Auf die Entfernung. Und da unten ist, glaube ich, auch nochmal einer. Ja, guck mal. Also die Attacke ist auf Entfernung schon mal sehr, sehr stark. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht vom Blitz getroffen werden. Da hinten ist nämlich der große Drache, von dem ich letztes Mal schon ein bisschen geredet habe, den wir jetzt hoffentlich schon ein wenig geschwächt haben, dadurch, dass wir zwei von drei der anderen Drachen besiegt haben. Der dritte ist ja abgehauen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt wieder hingehe, wäre er nochmal da. Upsala, hallo. Okay, das war gut. Jetzt muss ich mal gucken, wie die normalen Orakelblasen so fungieren. Die dauern auch etwas lang, aber... Ah, okay. Ja, machen auch Schaden. Hm. Mal gucken. Also es ist sehr, sehr langsam in der Attacke. Und viel besser wird es wahrscheinlich mit meinem Talent auch nicht. Muss ich mal gucken. Jetzt gehen wir erstmal hier runter. Bin ich ja letztes Mal schon runtergeflüchtet, denn hier gibt es, glaube ich, noch ein paar Sachen einzusammeln. Bevor wir uns dann dem Drachen selbst stellen. Hier ist auch ein Aufzug. Und wenn man hier einmal rumläuft, auch ein neues Outfit. Das wir allerdings, wenn ich mich recht entsinne, ja, Drachenritterrüstung, schon ausprobiert haben. Und zwar am Berg Gelmir, wer sich erinnert. Und jetzt nehmen wir den Aufzug und fahren hier einmal hoch. Ja, optisch finde ich, funktioniert das ganz gut, das Outfit, der Bild. Aber jetzt mal gucken, wie er sich so beweist. Ah, guck mal, das ist doch eine gute Gelegenheit hier gegen mal diesen Farum Azula Krieger. Die haben wir jetzt schon zu Genüge bekämpft. Oh, das ist ein großer. Okay. Aber die Attacke hat gut Schaden gemacht. Jetzt habe ich natürlich das Ding hier aktiviert. Das war vielleicht nicht so schlau. Schnell hier rausrennen. Zurück und die Blasen. Und weg. Oh, okay, okay, okay. Ausweichen. Okay. Alles klar, meine Attacke macht auch gut Schaden, aber sie ist sehr, sehr langsam. Oh, das war jetzt gut, dass er... Uff. Also, man muss hier voll und ganz auf Überraschungseffekt gehen, weil sonst ist man mit der Attacke sehr, sehr langsam. Aber auch die normalen Schläge, das muss ich mir merken, machen gut Schaden. Das hilft mir schon mal ein bisschen.
Muss ich den Aufzug wieder hochholen. Habe den gerade aus Versehen runterfahren lassen. Und dann würde ich sagen, fahren wir da in die Zwischenebene. Zack. Und holen uns im besten Fall den Drachen. Ich hoffe jetzt natürlich, dass das gegen den Drachen recht gut funktioniert. In dem Sinne, dass ich natürlich auf ihn diese Blasen sehr, sehr gut machen kann. Jetzt müssen wir aber erstmal bis zu ihm hinkommen, ohne hier vom Blitz getroffen zu werden. Ah ja, das hat schon mal nicht geklappt. Okay, liegt hier noch was hinter ihm? Nee. Ich glaube, hier kamen jetzt auch nochmal Adler zu allem Überfluss. Da sind welche. Und da ist auch einer, sehe ich gerade. Was machen wir nochmal mit der Blase? Das hat ja gerade ganz gut funktioniert auf Distanz. Gleiches auf den da. Und dann vielleicht auch noch auf den da oben. Ne? So, jetzt gucken wir mal, wo die Blitze auftauchen. Zack. Okay, der hat schon sehr, sehr wenig Energie. Weiß nicht, ob das jetzt... Ich habe den dritten ja definitiv nicht besiegt, aber interessanterweise scheint er trotzdem nur so wenig Gesundheit zu haben. Ich beklage mich aber nicht in dem Fall. Sondern näher mich ihm jetzt einfach weiter. Und hoffe, ja genau. Zack und weg, 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 weg. Die Blase sollte hitten. Bitte. Hat sie gehittet? Ich weiß es nicht. Aber meine vielen Kleinen, oh ja, die treffen ihn gut. Der kann große Attacken. Und nochmal eine und jetzt nochmal die Blasen und das sollte dann schon reichen. Ja, perfekt. Okay, das war jetzt keine große Herausforderung mehr. Ich kann mal probieren, ob der andere jetzt noch da wäre und vielleicht es mit dieser Attacke mal gegen ihn probieren und schauen, ob das ähnlich oder sogar effektiver geworden ist. Gut, aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir weiterkommen. Haben ja viel zu tun heute wieder. Das hier mit, alter Drachenschmiedestein, da kriegt man jetzt echt einige hier im Endgame. Das ist sehr gut für die neuen DLC-Waffen zum Aufleveln. Wobei ich jetzt mir schon irgendwie angewöhnt habe, die Sachen immer nur auf Level 9 zum Testen zu machen. Und nur wenn es mir besonders gut gefällt, auf Level 10 hochzugehen. So, dann gehen wir einmal hier hoch. Und ich glaube, hier sind nochmal... Ja, da sind nochmal einige Adler sogar. Jetzt kann ich mal gucken, was für eine Range diese Blasen eigentlich haben. Okay. Gar keine schlechte, würde ich behaupten. Und es müssen auch nicht alle treffen. Die machen echt ordentlich Schaden. Da ist noch einer. Das war schlecht ausgewichen. Das war nochmal schlecht ausgewichen. Zack. Und jetzt aber. Oh, oh, oh. Ist der gerade gefallen? Was hat er denn jetzt gemacht? Das Gefühl, er fliegt irgendwo anders, ja. Eieieiei, vielleicht soll ich ihn einfach hauen. Come on. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wenn der einmal in Bewegung ist, schwer zu treffen. So, jetzt aber. So, sehr gut. Schmiedestein 7. Sturmfalkenfedern und sogar nochmal eine geringe Saat hier. Und nochmal ein Adler, wie sich's anhört. Ja, schade. Oh, oh. Oh, 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 oh. Okay, weg. Komm her. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Vielleicht soll ich einfach... Okay, ich habe keine Heals mehr. Diese blöden Vögel. Also sobald man unter Attacke steht, sind diese Attacken, die ich hier kreieren kann, sehr, sehr langsam. Also das könnte wirklich ein Problem werden. Es geht jetzt da hinten hoch, aber wir kennen und haben hier noch einen weiteren Weg, der uns da runter zu diesem Haus führt. Deswegen gehen wir den jetzt auch noch, auch wenn ich glaube, dass ich nicht mehr besonders weit damit komme, weil das kommen noch mal ein paar starke Gegner und ich habe jetzt absolut keine Heals mehr. Das müsste jetzt schon sehr, sehr gut funktionieren hier, dass ich hier an den Gegnern vorbeikomme, ohne... Schaden zu nehmen, das hört sich nicht besonders nach meinem Spielstil an. So, ich glaube hier unten ist irgendwo ein Ritter direkt. Hier aber schon mal nicht, okay.
Wisst ihr was? Ich mach mal hier zur Sicherheitshalber den Kollegen. Ich höre auf jeden Fall schon mal was. Visieren an. Okay. Das war gut. Ja, er ist sehr schnell. Okay, okay, okay. Das war nicht verkehrt. Ah, die Blasen sind sehr gut. Also, wenn die durchgehen, die sind sehr, sehr stark. Ich höre schon wieder irgendwo ein. Über mir ist das. Bin ich einen Schritt zu weit rangegangen. Ah, guck mal. Der hat mir jetzt unnötig viel Schaden noch gemacht. Jetzt ist die Frage, ob ich das überhaupt riskieren soll, weil ich jetzt natürlich Gefahr laufe, hier meine Runen zu droppen. 269.000. Naja, gut. Muss ich vielleicht mitleben. Oh! Okay. Interessant. Der kommt hier hoch. Okay, Moment, Moment, Moment. Nutze ich das hier vielleicht mal kurz. Und dann gehen wir hier rüber. Jetzt ist die Frage, kommt der hoch oder kommt er nicht hoch? Nee, der steht da unten jetzt. Oh, oh, jetzt droppe ich wahrscheinlich runter. Nee. Ah, vielleicht von dort. Okay, Moment, ich kill erstmal den hier. Im besten Fall. Zack, voll aufladen und direkt die Blasen hinterher. Blasen hinterher. Oh. Okay, da sind zu viele durchgegangen, eindeutig. Ja, alles klar. Warum er da jetzt einfach durch diese Attacke durchlaufen konnte, verstehe ich nicht so ganz. So ist das, glaube ich, nicht gedacht. Aber machst du nichts. Jetzt muss ich noch ein bisschen mit der Zielfunktion hier arbeiten, sage ich mal. So, jetzt rennen wir hier einfach durch. Jetzt dürfte ja zumindest der Riesendrache nicht mehr nerven, aber natürlich die Adler weiterhin. Ich hoffe, die folgen mir nicht komplett dem Weg. Okay. Weil ich will jetzt eigentlich nicht jedes Mal hier die Adler besiegen müssen. Die folgen mir weit. Was ist mit euch? Folgt ihr auch weit? Kein Thema, kein Thema. So, Hauptsache sie fliegen jetzt nicht hier. Ah, es scheint da ist. Nee, der kommt weiter. Oh, die kommen richtig weit hinterher. So, jetzt gehen wir hier runter und das sollte das dann eigentlich erledigt haben. Schotterstein noch mitnehmen. Oh, jetzt bloß nicht runterfallen hier. Okay, ich glaube, sie folgen mir nicht. Das ist schon mal gut. Jetzt muss ich nur nochmal hier auch gleich den ersten Dude gut erwischen. Das war gerade nicht selbstverständlich, dass das so hinhaut. Ich heile mal sicherheitshalber nochmal. Zack. Ist vielleicht die Frage, sogar hier zu warten. Ob er da runtergelaufen kommt. Ich glaube, ich höre ihn. Wisst ihr, was ich meine, damit ich nicht so in der Ecke wie gerade stehe und ihn nicht anvisieren kann? Sondern jetzt das Ding hier ganz in Ruhe. Und die hier im besten Fall hinterher. Ja, okay, das hat schon nicht so gut geklappt wie gerade eben. Er hatte sein Schild oben. Okay. Wow. Und da sind sie weg, die Runen. Also ich bin wirklich eine absolut von der Verteidigung her. Ich krieg nicht mehr als zwei Schwertschläge aufgrund der Rüstung. Die hat einfach keinen einzigen Schutz. Und dann, wenn man so schlecht ausweicht wie ich hier in dem Fall, dann ist es natürlich... okay, wie gesagt, Runen in letzter Zeit verliere ich viel, aber jetzt ist es natürlich nervig, hier jedes Mal diesen Weg wieder zu gehen. Aber ich will euch einmal zeigen, wo und wie man da wieder zurückkommt. Das ist nämlich ein ganz spannender Geheimgang hier und ich glaube, man kriegt sogar einen Talisman. Oh ja, ist klar. Ist klar. Haut ab, ihr Mistviecher, ey. So, jetzt sind wir schon mal zwei Heiltränke gleich los. Das ist spitze. Da kommt schon wieder einer. Okay. Ja, der schnellste bin ich hier nicht. So. Hier einmal runter. Okay, und dann weiter. Ja, Runen sind dahin, aber meine größere Sorge ist, wie kriege ich diese Kombination an
Rittern hier hin. Ich meine, das ist immer recht schwierig hier unten, kann ich mich erinnern. Aber dass ich nur 2 Schwerthiebe abbekomme, ist natürlich mies. Und diese Attacke mit den Blasen scheint mir leider nicht sehr zuverlässig zu treffen. Muss man auch sagen. Macht das Ganze ein bisschen komplexer. So, jetzt habe ich ein Riesenproblem, weil ich jetzt nicht den... Das liebe ich ja. Zack, okay. Okay, ausweichen bitte diesmal. Nein. Ey, das gibt's nicht. Okay. Ey, das gibt's doch nicht. Oh, ist der Bild auch langsam. Man kommt zu überhaupt nichts. Okay, okay, okay. Eine Chance gebe ich ihm noch hier. Aber das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt war ich so begeistert von der Area-Attacke, aber es ist wirklich nur, wenn man nicht unter Druck ist. Alles andere danach ist zu langsam. Ich komme kaum, wenn Gegner mich angreifen, dazu überhaupt irgendeine von diesen Blasen loszuwerden, weil es einfach zu lahm ist. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis für oder beziehungsweise halt gegen diesen Bild. Oder man kombiniert es jetzt mit Spells, die besser sind. Einfach. Also jetzt nicht die... Oh, verdammt. Ja, jetzt läuft es gar nicht mehr. Okay. Er läuft auch gefühlt so langsam. Oder ist das nur mein Gefühl, weil die Adler so schnell sind? Ich glaube, ich brauche schnellere Spells, um das Ganze auszugleichen. Weil alles, was ich da jetzt gerade so dabei habe, ist sehr, sehr langsam. Ich nehme mal den großen Schimmerstein und ich nehme die Kerle wieder. Einfach nur als Backup. Damit ich, wenn ich unter Druck gerade, was Schnelleres habe, weil das ist sonst sehr, sehr nervig. Ich habe jetzt mal ganz kurz geguckt. Das macht nicht riesen Schaden, aber es ist halt einfach schneller. Und ich kann es hintereinander spammen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also ich denke, das ist die, um diese Schwäche so ein bisschen auszugleichen, vielleicht nicht verkehrt. Ich will es jetzt nicht die ganze Zeit nutzen, aber ich glaube, sonst sterbe ich hier einfach zu häufig. Es ist jetzt die Frage, ob es schneller gewesen wäre, jetzt hier jedes Mal die Adler einfach zu besiegen, weil die mich ja hier doch irgendwie immer einholen, warum auch immer. In dem Fall doch nicht. Ah, doch, guck mal. Also die sind sehr, sehr schnell hinter einem. Okay. Jetzt kurz regenerieren. Ich habe keine Ausdauer mehr. So. Und hier runter. Ja, sorry. Das ist jetzt natürlich wieder ein rougher Start. Aber das war jetzt irgendwie das letzte Ding, was ich noch ausprobieren wollte mit dieser Waffe. Und wenn das heute halt nicht ganz so gut klappt, dann ist es so. DLC läuft ja eh schon und dann werde ich mich an mein letzten Bild, weil die Bossfights hier, die jetzt hier noch warten, weiß ich nicht, ob gerade gegen Malekith ist dieser Bild dann einfach zu langsam, will ich behaupten. So, und ich bin jetzt hier einfach so schlecht eingestiegen, weil ich noch das Amulett hier drin hatte und nicht meinen Zauber. Und jetzt probieren wir es trotzdem natürlich nochmal mit der großen Orakelblase. Oder soll ich gleich zweimal mit den Blasen angreifen? Vielleicht ist das doch... Ja, das ist jetzt schon mal schlecht. Schlechter Start, schlechter Start. Okay, das war glücklich, aber das war besser als vorhin. Also direkt zweimal mit den Blasen hat besser funktioniert, als jetzt mit der großen Orakelblase einzusteigen. Die haue ich jetzt dafür dem hier aus sicherer Entfernung um die Ohren. Oh, okay, da habe ich ihn fast noch getriggert. So, jetzt ist die Frage, kommt der Typ wieder? Oder nicht? Da ist der eine und da ist der andere, okay. Ich guck mal, was passiert. Ich gehe ein bisschen auf Entfernung. Okay, das geht drüber. Nee, ich wollte gerade sagen, geht doch nicht drüber. Aber er kommt zu mir. Aber noch nichts hat getroffen. Das ist ja spitze. So, das hat jetzt getroffen. Was ist jetzt? Okay. So, und das ist jetzt die Situation, von der ich rede. Ah. Ja,
Und dann weiche ich so verdammt schlecht aus. Ich gehe hier runter. Einmal. Zweimal. Und ich denke, er wird runterkommen, oder? Ja. Zack. Okay, ausweichen und... also wenn man so viel Schaden nimmt und so gar keine Verteidigung, das ist auch irgendwie nicht perfekt, muss man sagen. Macht mir doch ein bisschen Angst. So, jetzt gehe ich auf Entfernung und mache hier direkt zweimal das hier. Das mit der Hinterherschießen hat vorhin nicht funktioniert. So, das war besser. Wow! Und so, okay. Okay, okay. Wow. Endlich das gepackt, ey. Ich glaube, ich muss mehr auf das Talent der Waffe vertrauen und nicht so viel mit dieser Riesen-Orakelblase hantieren, weil die ist zwar cool, dass man sie so vorausschicken kann, aber mega, mega viel Schaden hat sie jetzt auch immer nicht gemacht. Na gut, wir probieren es weiter. Hier ist ein Aufzug, hier liegt sonst nichts. Und dann geht es hier in den finalen Raum, glaube ich. Und zwar müsste man jetzt in dem Flur sein, über den wir gerade drüber gelaufen sind, wo die ganzen Adler waren. Da kommt man jetzt wieder hoch. Seht ihr, das war jetzt vorhin da, wo die Adler sind. Und hier kann man jetzt wieder hoch. Und da sind leider noch ein paar fiese Gegner. Ist hier irgendwas? Nur Schotterstein? Okay. Aber vielleicht habe ich hier das Glück, dass der abgelenkt ist. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Boah, ich hoffe jetzt, die Adler kommen nicht hier runter. Das wäre jetzt völlig überflüssig. So, dass ich jetzt hier... Oh, das ist schlecht. Die sind jetzt alle schon platt. Und er ist noch am Leben. Und zwar richtig. Okay. Und es macht ihm gar nichts. Spitze. Spitze, Spitze. Okay, das wird nichts. Das wird nichts. Das weiß ich jetzt schon. Okay, weg. Okay, vielleicht doch. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Wie geht's hier weiter? Wie geht's hier weiter? Okay, in der Leiter. Ja, okay, natürlich, mit dem Aufschlag. Ich habe kurz überlegt, ob ich die Leiter nehme und einfach abhaue, weil die Typen sind zu heftig. Die sind einfach zu heftig. Ich nehme so viel Schaden. Jetzt bin ich wieder hier. Das ist unnötig. Man kommt letztendlich hier irgendwo wieder raus. Und da ist ein Talisman. Ich wollte euch das eigentlich zeigen. Aber jetzt bin ich schon wieder so genervt, dass ich mir überlege, das mir einfach zu sparen. Weil letztendlich kommt man, glaube ich, da raus. Irgendwo ist ein Fenster, aus dem man rausdroppt. Ich glaube, irgendwo hier. Genau, hier ist das. Da droppt man raus und da ist ein Talisman. Ich habe jetzt nicht genau auf dem Schirm, welcher das ist. Aber, ich überlege, ob ich das jetzt überhaupt noch mache. Weil ganz ehrlich, ich bin jetzt schon langsam genervt und wir müssen auch gucken, dass wir hier weiterkommen. Ich habe ja auch nochmal einen Krieger da hinten, den ich nachreichen muss. Also ich muss hier eindeutig nochmal mit einem stärkeren Bild durch und ein bisschen aufräumen. Vielleicht ist das dann die Folge vor dem Finale. Aber jetzt gucken wir mal, dass wir weiterkommen. Vielleicht bis zum nächsten Ort der Gnade. Weil jetzt komme ich hier langsam mir echt blöd vor, wenn ich nur sterbe. Hat es denn nicht instant gekillt? Nein, hat es nicht. Okay, gut zu wissen. Okay, der sollte aber tot sein. Perfekt. Das sieht doch schon besser aus. Okay, also gegen... Ich sag ja, wenn die Gegner nicht aufmerksam sind, dann ist das ganz cool, der Bild. Oh, der zaubert. Okay. Ich bin sie noch losgeworden. Und die Blase hat ihn tatsächlich aufgehalten. Sehr gut. Es war Glück, dass der nochmal zurück ist. Also gegen die Krieger... Von Farum Azula funktioniert der Bild schon mal ganz gut. Vielleicht hätte ich den zuerst ausprobieren sollen und dann den Gravity-Bild, sage ich mal, weil der
war ja, vielleicht wäre da die Reihenfolge besser gewesen, gegen die großen Drachen die Blasen einsetzen und gegen die Farum Azula-Leute. Oh. Und hier jetzt dann die Gravitationsgeschichte gegen die... Hoppala. So, okay, der ist tot. Aber ich glaube so oder so, es ist einfach nicht leicht. So, hier ist jetzt der Geheimweg. Jetzt gehen wir aber trotzdem nochmal hier lang, weil da oben ist ein Ort der Gnade. Und wir werden bestimmt beim Bosskampf mehrfach sterben. Die Chance besteht zumindest. So, komm. Wie jetzt? Es ging jetzt nicht bis zu ihm. Ernsthaft? Oh! 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 Okay. Oh, oh, das ist nicht gut. Ich bin tot. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Was war denn das für ein Blitzzauber? Das war stärker als sonst. Oh, heute ist der Tag des Sterbens, ey, meine Herren. Und der Weg ist so weit. Oh, ich bin gerade ein bisschen genervt. Ich bin heute nicht in Form, ihr merkt schon. Nicht in Form, nicht gut geschlafen und nicht in Form hier. Na gut. Es ist jetzt einfach auch vielleicht im Endgame hier langsam zu heftig für so experimentelle Builds. Aber das war jetzt einfach, ich wiederhole mich, ich weiß. Aber der letzte, den ich noch irgendwie raushauen wollte, für mich mal zum Ausprobieren, was diese Blasenwaffe kann. Weil ich sehe so häufig, dass die in Bosskämpfen ja, Bosse einfach quasi one-shottet, nachdem die die ganze Zeit die Blasen spammen, aber ja, so ganz praktisch im normalen Spiel ist sie vielleicht nicht. Also nächstes Mal gibt's versprochen dann meinen finalen Schwertmagier-Bild. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich dann als finale Spells und als finale Waffe benutze, aber es wird auf jeden Fall ein Schwertmagier mit einer Kombination aus verschiedenen Spells, die ich einfach als verschieden gut nutzbar ansehe, sage ich mal. Vielleicht muss man hier auch einfach mal öfter in den Nahkampf gehen mit dem Ding, wenn es zu lange dauert. Zack. So, ja, gegen die ist die schon nicht schlecht. Kann ich von hier da drüben den Typ schon erledigen? Da kommt er gerade. Bumm. Toi, 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 wird er schon erwischt. Okay, das hat ihn gestoppt. Das ist gut. Und dann kann man ihm so eine reinhauen. Das war sehr schön. So, und dann machen wir hier nochmal Orakelblase. Und ich habe gerade gemerkt, die hat ihn nicht direkt erwischt, also machen wir direkt eine hinterher, bevor seine Spells loswerden kann. Man muss ja auch aus seinen Fehlern lernen können. Und dann haben wir gesehen, kommt da so ein Starker irgendwo um die Ecke. Woher kam der? Da steht einer. Mal gucken, ob ich ihn so ein bisschen erwischen kann. Nee, natürlich nicht. Okay. Kommt er? Ah, ich habe ihn gelenkt, okay. Ah, perfekt. Das war aber nicht der Starke. Da kommt der Starke. Vor dem müssen wir uns etwas mehr in Acht nehmen. Okay, weg hier, weg hier, weg hier. Blasen. Okay, das war gut. Ausnahmsweise mal gut ausgewichen. Und nochmal. Verdammt. Okay. Oh, come on. Knapp, aber geschafft. Also gegen die Großen. Aber es ist fies, egal mit welchem Bild. Muss man sich nichts vormachen. Es gibt, glaube ich, kein Bild hier jetzt in New Game Plus, der hier zu 100% überall funktioniert und alle Gegner weghaut. Also ich kenne ihn zumindest nicht, sagen wir es mal so. Und jetzt haben wir aber es geschafft, zumindest den Ort der Gnade hier freizuschalten. Das war mir wichtig.
Und damit haben wir schon einen Großteil von Farum Azula geschafft. Jetzt raste ich hier tatsächlich mal. Es gibt jetzt natürlich noch zwei große Bosskämpfe. Und noch eine Sache, die ich vielleicht jetzt direkt erledige. Und zwar gehen wir jetzt hier hoch. Und wir wissen, da rechts oben ist einer dieser Tree Sentinels, dieser Ritter. Ich glaube, auch Heiligenschaden ist tatsächlich im Endgame gar nicht so effektiv, ne? Meine ich auch mal gehört zu haben irgendwo. Da drüben waren wir schon und jetzt gibt es hier noch einen Weg, den ich eben gehen will. Denn wir können jetzt hier den Questline von Bernal im besten Fall abschließen und uns eine letzte legendäre Waffe holen. Wenn der noch am Leben war, ist dann der hier auch noch am Leben? Nee. Okay, das ist nämlich hier gemein. Hier liegen ein paar Leichen, aber auch ein paar, die noch am Leben sind. Der ist tot. Der ist tot. Aha. Der ist nicht tot. Komm her. Okay, perfekt. So, Dunkelschmiedestein. Oh, guck mal, das ist was, was ich nicht wusste. Mal ganz ehrlich. Was ist, wenn ich von hier oben kriege ich den? Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ich muss ein bisschen aufpassen, der macht immer so eine riesen Schrittbewegung. Das ist ein bisschen ärgerlich. Komme ich da auf das Dach? Weiß ich nicht genau. Ja, okay, diese Schrittbewegung. Ich könnte mich wahrscheinlich auf diese... Also mit einem anderen Spell würde ich wahrscheinlich ihn erwischen. Was ist mit dem hier? Reicht die Range nicht. Nee, okay. Was ist mit dem hier? Auch nicht. Okay, aber mit Pfeil und Bogen, das muss ich mir merken, von hier oben erwische ich ihn. Dann habe ich den nämlich auch mal gekillt. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob man dafür was bekommt. Ich glaube aber nicht. So, jetzt muss man hier mal nochmal kurz checken, welche hier am Leben sind und welche nicht. Nicht, dass die uns gleich alle überraschen hier auf einmal. Das scheint aber tot zu sein. Okay. Ich bin mir relativ sicher, dass hier auch welche gelebt haben noch. Wahrscheinlich dann hier drin. Ja, guckt mal hier. Zack. Oh, der ist auch recht stark. Und es war doch einer hinter mir. Nein, es ist Bernal. Okay. Ich wusste nicht, dass er direkt hier kommt. Oh, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Oh, oh, das ist schlecht. So, Bernal. Ja, okay, tot. Jetzt kommt nämlich der andere von hinten. Ja, da ist er schon. Oh, okay. Oh, das gefällt mir gar nicht. Kämpfen die gegeneinander vielleicht auch? Nee. Okay, vielleicht, wenn ich hier hoch... Alter. Das ist nicht gut. Komme ich hier hoch? Aha. Dann geht Bernal zurück nach Hause. Interessant. Jetzt trinke ich mal kurz was. Vielleicht werde ich dann wenigstens den hier los. Okay, Moment. Das war jetzt vielleicht taktisch klug, weil jetzt bin ich wenigstens den Störensfried hier losgeworden. Jetzt ist nur die Frage, kommt Bernal wieder? Gucken wir mal. Das werden wir jetzt ja gleich sehen. Ist hier drin noch ein Störensfried? Ja, ist natürlich da. Und ist nochmal ein starker. Na toll. Ja, und da hat er mich schon. Okay. Okay, okay, okay. Ja, ich komme nochmal hierher, aber das... Oh, ist das wieder eine nervige Stelle. Oh, zu starke Gegner für mich einfach. Okay, Moment. Nochmal hier hoch. Oh, ich wollte das jetzt eigentlich noch abschließen und den Bossfight im liebsten Fall. Aber ich sehe schon, ich muss die Bossfights vielleicht mit anderen Builds angehen. Ah, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Also jetzt Bernal noch einmal. Dass da die zwei Typen kommen. Und da ist jetzt einfach ja die Problematik, ich bin verteidigungstechnisch nicht gut aufgestellt und ich habe nur sehr langsame Attacken. Und das ist, habt ihr jetzt gerade gemerkt, auch gegen Bernal schon ein Thema. Kann man so sagen, würde ich behaupten.
So, gehen wir hier runter. Jetzt ist die Frage, kann ich ihn spawnen, ohne dass ich die anderen irgendwie aktiviere? Wisst ihr, was ich meine? Da drinnen. Ah, okay, das geht. So, dann direkt die Attacke. Boah, Alter. Das bringt ja gar nichts hier. Alter. Vielleicht muss ich es mit den Sternen des Ruins probieren. Auf Entfernung. Zack. Oh, das war knapp. Zack. Okay. Oh, deine ist größer oder wie als meine? Oh, das ist schlecht. Okay, heilen. Das gefällt mir gar nicht. Weg, weg, weg. Okay, jetzt vielleicht die Blasen. Ja, das macht nicht genügend Schaden. Diesmal habe ich ihn getroffen, das ist gut. Wieder weg. Ausweichen, weg. Na toll, der heilt sich auch. Gefällt mir gar nicht. Nee, nee, keine Chance. Sorry, aber das wird so nicht hinhauen. Ich bin zu langsam mit allem, was ich tue hier. Da bräuchte ich ein schnelles Schwert gegen ihn, eindeutig. Ja. Okay. Also, ich sehe schon. Nächste Episode kommt der letzte Build. Es macht keinen Spaß hier gegen diese Endgame-Leute mit einem Build, der nicht funktioniert. Ich werde jetzt noch eine Sache probieren heute. Es tut mir leid, es war ein bisschen ein Experiment und es ist jetzt ausnahmsweise mal einfach nach hinten losgegangen. Kann ich ja so zugeben. Der Aufzug ist da. Ich kann ja auch zugeben, wenn Dinge mal nicht so funktionieren, wie ich das gerne hätte. Also von daher, it is what it is. Wir haben nächstes Mal ein paar Gegner, die uns noch erwarten. Und jetzt hoffe ich einfach, dass ich hier durchgerannt komme. Ich habe ja eh keine Runen. Also ich habe jetzt nicht das Thema, dass ich hier irgendwie auf Runen achten muss. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich nicht genau weiß, wo ich hier runter muss. Ich glaube hier. Zack. So, denn wir wollen uns jetzt noch einen Bosskampf anschauen, wo ich zumindest die Hoffnung habe, dass der Build nicht völlig absurd hilflos ist, weil da haben wir ein großes Ziel und dementsprechend vielleicht die Chance, mit dem Bild tatsächlich was zu bewirken. Das ist die einzige, dafür habe ich ihn eigentlich auch kreiert, dass wir hier diesen Bosskampf angehen und das kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie hinhaut. So, jetzt sind wir hier unten, wir legen uns einmal hier hin in das leere Feld. Leider muss man diesen Weg immer wieder gehen. In einen Ort hinter der Zeit, oder wie heißt das immer? Jenseits der Zeit? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Ihr seht, alles wird still, außer ich. Und dreht sich sogar rückwärts. Pharum Azula baut sich wieder auf. Das zerrissene Pharum Azula wird zum nicht mehr zerrissenen Pharum Azula. Eigentlich ein ziemlich cooles Ding. Ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Der Wirbelsturm frisst alles auf. Hier ist auch übrigens der Ort, an dem ihr die Nadel einsetzen könnt, solltet ihr die rasende Flamme in euch tragen. Da haben wir ja mal im unterirdischen Reservat der Scham die Note dazu gefunden, wo diese Info drin steht. So, und jetzt wachen wir hier auf. Und jetzt mal gucken, ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Jetzt mal gucken. Moin, Kumpel. Alter, riesig. Gar nicht mehr so in Erinnerung, dass der so groß ist. Ein, zwei Versuche haben wir gut bei ihm, würde ich sagen. Da fände ich es jetzt toll, wenn die Waffe gut funktioniert. Wie heißt denn nochmal Platykositasax? Ich kann mir diesen Namen immer nicht merken. So. Okay, jetzt ist gut. Wir haben ihn gesehen.
Dankeschön. Das war jetzt auch einmal, lasse ich die Animation laufen, jetzt nicht jedes Mal. So, theoretisch, oh, ist auch wieder ein guter Punkt für Aletta, ne? Merke ich gerade. Ich hol mal rein vor der Ritterin Finlay. Die haben wir lang nicht eingesetzt. Und dann. Ach so, vielleicht hätte ich mal noch Golden Bow genommen. Das könnte jetzt ein Fehler gewesen sein. Okay. Zack. Direkt heilen. Ja, schon wieder erwischt er mich. Okay, ist schlechter Start. Ich hatte vergessen, dass der auf diese Entfernung hier direkt mit den Blitzen anfängt. So, okay, wegrennen. Jetzt hoffen, dass Finlay ihn vielleicht ein bisschen ablenkt. Und jetzt mache ich. Oh, nicht zweimal hintereinander. Nicht zweimal hintereinander. Alles klar. Learning. Lauf raus. Okay, das Feuer schießt er auch nach hinten. Zack, nicht zweimal hintereinander, habe ich gesagt. Erst ein bisschen bewegen. Okay, da hat ihn jetzt genau eine getroffen. Aber ich glaube, wenn ihn da mehrere treffen, dann könnte es gut sein. Oh. Oh je, ich bin zu nah dran. Ich bin aber, glaube ich, meine Attacke wenigstens noch losgeworden. Heilen. Hat der zwei Phasen? Das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Okay, aber Alter, die haben ihn richtig gut gestunt. Ich glaube, ich mache weiter einfach, während er liegt. Zack, okay, also gegen ihn, perfekt. Drachenfürst Plucky, du sagst. Da kann man nichts sagen. Okay, er kommt in die neue Phase, aber Alter, da ist die Waffe gut. Okay, das kann ich einsehen. Wo ist er? Oh, ich habe vergessen, was er macht. Oh, das habe ich vergessen. Zweimal heilen und hoffen. Oh, okay, das habe ich vergessen. Wo seh ich, wo er ist, bitte? Ich habe keine Gesundheit mehr. Okay. Okay, noch geiler wäre natürlich, ihn gar nicht in diese Phase zu lassen. Aber wie krass ist die Waffe gegen ihn hier? Also, das muss ich mir merken. Das muss man schaffen heute. Das muss ich mir merken. Da ist die Waffe richtig, richtig stark. Das ist gut zu wissen. Also, da funktioniert sie. Da haben wir sie vielleicht doch im richtigen Moment ausprobiert. Das hatte ich natürlich ein bisschen im Hinterkopf, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Also, gegen große Gegner ist das die Waffe. Ich meine, man kann ja auch ein bisschen wechseln. Ich habe ja extra so ein Bild, wo ich alles tragen kann. Will ja immer nur, dass das thematisch so ein bisschen passt, wisst ihr? Ich könnte ja jetzt auch einfach mein Schwertmagierbild nehmen und nur für diesen einen Gegner diese Waffe rausholen und das die ganze Zeit machen, aber ich will euch hier ja auch ein bisschen entertainen im besten Fall. Und jetzt vielleicht nicht sterben an der Stelle. So, zack. Aber die Waffe funktioniert. Jetzt muss man nur aufpassen, dass er einen nicht so schnell platt macht. Jetzt habe ich hier natürlich schon meinen ersten Heal verschwendet, mehr oder weniger, weil ich den jetzt hier einsetze. Aber ich komme vielleicht auch am Anfang ein bisschen schneller an ihn ran, wenn ich meine Buffs und so weiter direkt am Anfang mache. Und nicht da dumm in seinen Blitzen rumstehe. Aber dass er da gestunt war und dann die Blasen da um ihn rumhauen, das war richtig stark. Das hat ihm quasi die Hälfte seiner Gesundheit abgenommen. So, deswegen starten wir jetzt hier direkt wieder mit Finlay. Die war okay. Machen das hier. Zack, Schwur. Trinklein. Und dann los geht's. Ich nehme noch den hier. Und ab geht's. So. Jetzt gucken wir mal, wie das hinhaut beim zweiten Mal. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie man und wo man sieht, aus welcher Richtung der angeflogen kommt. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm so richtig. So, noch einmal Blitze machen lassen. Okay, ah, das war. Gerade sag ich's noch, lass ihn erst die Blitze machen. Ja, das ist ein schlechter Einstieg. Zweimal heilen. Und aus. Ah, zu langsam. Ja, wieder kein guter Einstieg. Okay, Feuer, Feuer, Feuer. Blasen. Kommt, fliegt zu ihm. Ist er zu weit weg? Ah, ich glaube, er ist zu weit weg. Okay, er sieht mich, er sieht mich. Hinter ihm. Ich glaube, hinter ihm fühle ich mich sicherer, aber das Feuer.
Gib ihm zweimal vielleicht. Okay, er ist schon wieder gestunt. Alter, das ist so krass, wie schnell und wie viele ihn hier treffen. Komm, nochmal, nochmal. Heal. Oh, ich habe ihn fast. Okay, und jetzt, wo kommt er her? Jetzt ist die Frage, wo kommt er her? Sieht man irgendwo was? Da war was. Okay, das war wichtig. Ausweichen. Okay, und... Okay, vielleicht muss ich jetzt einmal mit den Sternen arbeiten. Wo ist er? Da ist er. Oh, in Bewegung bleiben, in Bewegung. Wo kommt er? Ausweichen. Ah, oh, nicht ausgewichen. Sterne des Ruins. Nicht genügend Range. Doch, habe ich ihn? Ich glaube, ich habe ihn. Ja, Echo des Drachenfürsten. Okay, das ist mega. Das ist ein... Also ich muss sagen, damit bin ich super zufrieden. Also... Der Bild war kacke für alles, aber der war richtig gut für den, weil das ist sonst ein Kampf, wo ich sage, ey, der macht gar keinen Spaß. Aber das hat jetzt richtig was gebracht. Okay, nice. Also von daher, ganz ehrlich, ich raste hier. Ich werde jetzt sogar gucken, dass ich vielleicht Stufenaufstieg 80.000. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich nehme mal denn da Numenrune. Guck mal hier, wie viel bringt die? 7,5. Können wir hier von... Ich bin immer sehr sparsam mit meinen Runen, ihr seht schon. Auswahl. So. 7,5. Reicht nicht ganz. 10.000 oder sowas brauche ich dann noch. Mal zwei davon, dann soll es sich ausgehen. Wenn die jetzt 10.000 bringen. Ah, die bringt. Ja, genau. Bringt eine 10.000. Dann könnte es genau hingehauen haben. Perfekt. Worauf wollte ich eigentlich noch gehen? Hier die Weisheit auf 80. So. Und sonst muss man hier tatsächlich gar nichts machen, weil wir wollen ja die Nadel nicht einsetzen. Und dann kann man jetzt zur großen Brücke. Und ich werde jetzt meinen Bild zurückholen. Einen anderen Bild nutzen und mir überlegen, ich glaube, ich nehme da eine schnelle Waffe, wahrscheinlich doch das Mondschleier. Und dann wollen wir in der nächsten Episode, werde ich nochmal die anderen Wege gehen. Wir müssen Bernal noch besiegen, also fangen eigentlich hier an, machen das und das. Und ich gucke auch nochmal wegen dem Crucible Knight oder wie die heißen da hinten, ob wir den von da oben besiegen können. Das sind die Aufgaben, die uns noch bleiben. Und dann sind wir schon im Endgame. Freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.